Medjugorje in Bosnien-Herzegowina. Hier hat sich im Sommer 1981 ein Marienwunder zugetragen, bei dem einheimische Jugendliche eine ebenso außergewöhnliche wie unerklärliche Begegnung hatten. Dieses Ereignis hat dazu geführt, dass der kleine Ort im steinigen Karstgebiet des ehemaligen Jugoslawien rasch zu einer religiösen Begegnungsstätte wurde. Über 50 Millionen Pilger waren inzwischen hier und haben dazu beigetragen, dass sich das Dorf mit einst 700 Einwohnern zu einem internationalen Wallfahrtsort entwickeln konnte. Begonnen hat alles am 24. Juni 1981. Sechs Jugendliche waren die Hauptzeugen dieses Ereignisses, das die ganze damalige Republik in Aufregung versetzte. Die 16-jährige Maria Pavlovic, Jakov Czolo, mit 10 Jahren der Jüngste in der Gruppe, die 17-jährige Witzka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, die als einzige nicht aus Medjugorje stammt, der 16-jährige Ivan Dragicevic und Ivanka Ivankovic, die damals 15 Jahre alt war. Am 24. Juni 1981 trafen sich die Jugendlichen am Fuße des Berges Podbrodo, der später den Namen Erscheinungsberg erhalten sollte. Sie wollten sich um die Schafe kümmern und dann heimlich eine Zigarette rauchen. Ivan kam vom Fußball und schloss sich der Gruppe an. Nachbarskind Witzka gesellte sich etwas später hinzu. Als Ivanka den Blick zufällig in Richtung des Berges wandte, sah sie plötzlich eine leuchtende Gestalt über den Büschen schweben und rief den anderen zu: »Schaut, da ist die Gospa!« So wird die heilige Jungfrau in der Landessprache genannt. Am nächsten Tag trafen sich die Kinder am selben Ort. Sie fühlten sich von einer seltsamen Kraft angezogen und hofften, die Mutter Gottes noch einmal zu sehen. Ungefähr 150 Anrainer waren mitgekommen. Plötzlich leuchtete ein Licht auf und die Kinder erblickten die Gestalt erneut. Heute waren sie mutig genug, näher zu kommen. Augenzeugen beschrieben, dass die Kinder regelrecht über das dichte Dornengestrüpp geflogen sind, ohne einen Kratzer abzubekommen, und sie ihnen nicht folgen konnten. Oben angekommen, fielen die Kinder sofort auf die Knie und begannen zu beten. Die Mutter Gottes betete mit ihnen. Auf die Frage der Kinder, ob sie auch morgen wiederkommen würde, nickte sie. Die Konstellation der Gruppe sollte sich von diesem Tag an nicht mehr ändern. Am nächsten Tag nahm Witzka Weihwasser mit, spritzte es gegen die Erscheinung und sprach zu ihr: »Wenn du die Gospa bist, dann bleibe bei uns, wenn aber nicht, dann weiche.« Die Erscheinung lächelte und blieb. Beim Heruntergehen sprach sie ein zweites Mal, diesmal aber nur mit Maria. Unter Tränen bat sie wiederholt um Frieden und sprach: »Friede, Friede, und nur Friede muss herrschen, zwischen Gott und den Menschen und unter den Menschen.« Diesmal war ihr Blick nach Osten gerichtet, was nur dieses eine einzige Mal der Fall war. Dann wurden die Kinder von der Polizei abgeholt und in der Kreisstadt Čitluk einzeln verhört. Ortspfarrer Jozo Sofko war die letzten Tage in Zagreb gewesen. Er bestellte die Kinder ein und versuchte, sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Dann brachte man die Kinder in die Psychiatrie von Mostar, doch es gelang dort nicht, ihre Machenschaften zu entlarven. Die Ärzte konnten weder Drogenkonsum noch psychische Deformationen feststellen. Als sie im Wagen des Geheimdienstes nach Medjugorje zurückgebracht wurden, baten die Kinder um 18.40 Uhr um eine Rastpause, bei der sie dann prompt ihre Erscheinung am Straßenrand erlebten. Bischof Zanic aus Mostar zitierte den Pfarrer Jozo Sofko zu sich. Dieser stand den Ereignissen zunächst skeptisch gegenüber, doch schnell glaubte er den Kindern und versteckte sie vor der Polizei.
Schließlich wurde er selbst verhaftet und wegen staatszersetzender Tendenzen zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er die Hälfte absitzen musste. Innerhalb weniger Tage waren 20.000 Gläubige aus der ganzen kommunistischen und damit traditionell atheistischen Republik hergekommen. Schnelle Mundpropaganda, aber auch die staatliche Presse hatten dazu geführt, obwohl die Machthaber genau das verhindern wollten. Die Kinder konnten während ihrer Erscheinung die Frauen nicht nur dreidimensional sehen, sie konnten auch mit ihr sprechen und vor allem empfingen sie regelmäßig Botschaften von ihr. Ein Vorgang, der sich von nun an täglich wiederholen sollte. Ohne Angst und Zweifel nahmen sie die staatlichen Repressalien auf sich. Die Öffentlichkeit reagierte prompt. Plötzlich war auch von Krankenheilungen und von anderen wunderbaren Begebenheiten die Rede. Der Ansturm der Gläubigen und Heilsuchenden nahm derart zu, dass die wenigen Priester von Medjugorje dem kaum noch gewachsen waren. Es kam zu unerklärlichen Begebenheiten. Immer wieder mussten die Seher der staunenden und neugierigen Öffentlichkeit von ihren Begegnungen mit der Gottesmutter berichten und den Gläubigen ihre Botschaften übermitteln. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Das muss man einfach selbst erleben. Wenn ich eine Erscheinung habe, bin ich von Freude erfüllt, die tiefer ist, als Worte es ausdrücken können. 3 der 6 Seher erleben noch heute täglich eine Erscheinung, die anderen nur noch selten. Die katholische Kirche hat den Ort inzwischen als Gebetsstätte anerkannt. Was die Privatoffenbarungen betrifft, hat sie sich bislang noch nicht festgelegt. Viele Gläubige aus aller Welt sind sich dennoch sicher, dass hier etwas Übernatürliches geschieht. Regelmäßig bilden sich lange Schlangen vor den Beichtstühlen. Medjugorje wird inzwischen als Beichtstuhl der Welt bezeichnet. 2010 hat der Vatikan eine Kommission unter Leitung des Kardinals Carlo Ruini einberufen, die dann 2014 einen Bericht ablieferte. Im Wesentlichen zeigte er sich darin zufrieden mit dem Glaubensleben vor Ort und ermutigte die Menschen, in Medjugorje Gott zu verehren. Der Kardinal bekundete Wohlwollen für das, was er sah, und war bemüht, die Rhetorik bei der Diskussion über den Wallfahrtsort zu beruhigen. Das letzte offizielle Dokument in Sachen Medjugorje ist noch immer die sogenannte Erklärung von Sadar aus dem Jahre 1991, in der das Phänomen als nicht übernatürlich eingestuft worden war. Der Franziskaner Marinko Schakota leitet seit 2013 die Geschicke des Wallfahrtsortes. Trotz großer Pilgermengen steht für ihn stets das Individuum im Vordergrund. Wenn wir davon ausgehen, dass jede Person wichtig ist, dass jede Person eine Welt für sich ist, dann, wenn wir etwas dieser Person beibringen und beitragen, dass etwas Gutes geschieht, dass ein Wachsen in dieser Person geschieht, wir sind zufrieden. Die Kinder konnten während ihrer Erscheinung die Gospa nicht nur dreidimensional sehen, sie konnten auch mit ihr reden. Und vor allem, sie empfingen regelmäßig Botschaften von ihr. Die Seherkinder, wie sie plötzlich jeder nannte, waren ganz normale Bauernkinder im Teenageralter. Warum ausgerechnet sie auserwählt worden sind, weiß bis heute niemand. Immer wieder mussten die Seher der staunenden und neugierigen Öffentlichkeit von ihren Begegnungen mit der Gospa berichten und den Gläubigen ihre Botschaften übermitteln. Im Wesentlichen fordert sie darin die Hinwendung zu Glaube, Gebet und Umkehr. Außerdem empfiehlt sie Buße und regelmäßiges Fasten. Nur so, sagt sie, könnten die Menschen endlich zum Frieden zurückfinden. Schnell fand der frisch promovierte Psychologe Dr. Slavko Barbaric hier die Aufgabe, die ihn ein Leben lang herausfordern sollte.
Die Einführung des Jugendfestivals ging auf eine Initiative von Pater Slavko aus dem Jahre 1989 zurück. Bescheiden und klein nahm es sich, verglichen mit heutigen Dimensionen damals noch aus. Längst war das internationale Interesse an dem, was hier geschah, geweckt. Und Pater Slavko setzte alles daran, den besonderen Umständen gerecht zu werden. Unermüdlich stand er der internationalen Presse zur Verfügung und arbeitete an verschiedenen wissenschaftlichen Projekten mit, bei denen das Phänomen untersucht wurde. Ernsthaft und bescheiden beantwortet die Seherin Maria Pavlovic neugierige Fragen der Pilger. Pater Slavko versucht, so oft es geht, an der Seite der Seher zu sein, um ihre Aussagen nach Bedarf in die 8 Sprachen zu übersetzen, die er fließend sprach. Er war inzwischen in Sachen Erscheinungen viel gereist und hat hunderte von Presseinterviews gegeben. Hier ist etwas geschehen, was eigentlich hundertprozentig soziologisch sagt, die Gruppe kann nicht mehr bestehen. Nämlich, die möglichen Interessen haben sich gegen diese Gruppe gewendet. Und die Gruppe selbst wurde unter großen Druck gesetzt. Nicht nur die Gruppe selbst, sondern ihre Familien und die ganze Pfarrei. Also das war eine klassische Situation, in der eine Jugendgruppe zerfällt. 10 Jahre nachdem Maria Pavlovic hier die Begegnung mit der weinenden, um Frieden bittenden Madonna hatte, war damals in Jugoslawien der Krieg ausgebrochen, auf Tag und Stunde genau. 3 der 6 Seher erleben nach wie vor täglich eine Marienerscheinung. Und sie sind für die Pilger nach wie vor zugänglich. Ein Umstand, der Medjugorje von anderen Wallfahrtsorten unterscheidet, bei denen die Ereignisse schon weit zurückliegen. Viele Pilger kommen von weit her angereist und sie scheuen kaum Hindernisse, um dabei zu sein. Und das Erlebte berührt sie tief in ihrem Inneren. Seherin Witzka hat sich mit ihrem offenen und freundlichen Wesen unter den Pilgern viele Freunde gemacht. Mit großer Geduld berichtet sie von ihren Begegnungen mit der Gottesmutter. Heute empfiehlt sie den Pilgern, stets etwas Geweihtes oder Gesegnetes bei sich zu tragen, um Satan abzuwehren. 2017 kam aus dem Vatikan ein neuerlicher Impuls. Papst Franziskus ernannte den polnischen Erzbischof Henryk Hoser zum Sondergesandten und schickte ihn nach Medjugorje, um sich mit dem Gnadenort zu beschäftigen. Damit ging die Übertragung der pastoralen Kompetenz von der Diözese Mostar auf den apostolischen Visitator einher. Zwischenzeitlich hatte er bereits offizielle Wallfahrten für Priester und Bischöfe erlaubt. Folge mir nach, ist heuer das Motto. Die Pilger seien alle persönlich von der Mutter Gottes gerufen worden, die persönliche Begegnung mit Jesus zu vertiefen. Auch zum ersten Mal dabei Erzbischof Luigi Pezzato, der apostolische Nuntius von Bosnien-Herzegowina. 90.000 Pilger aus über 80 Ländern, so viele waren noch nie gekommen. 14 Kardinäle und Bischöfe nahmen teil. 850 Priester haben co-zelebriert und fast 3 Millionen Menschen waren live im Internet dabei. Am jährlichen Friedensmarsch von Humac nach Medjugorje nahmen in diesem Jahr 800 Pilger teil. Am 2. Oktober versammeln sich interessierte Pilger am Blauen Kreuz des Erscheinungsberges, um die monatliche Erscheinung von Mirjana Dragicevic-Soldo mitzuerleben. Schon viele Stunden vorher ist der Platz überfüllt. Die Pilger spüren die Anwesenheit der Mutter Gottes. Die Tochter eines Röntgentechnikers und Mutter von 2 Kindern hat als einzige der Seher ein Hochschulstudium absolviert. Die täglichen Erscheinungen der Seherin endeten bereits im Jahre 1982, nachdem sie damals ihr 10. Geheimnis erfahren hatte. 2020 wurde sie unterrichtet, dass ihre monatlichen Erscheinungen nun aufhören würden.
Bei ihren Begegnungen mit der Gottesmutter ist die Seherin meist sehr bewegt. Früher ist sie dabei oft ohnmächtig geworden. Bilder, wie man sie so nicht kannte. Medjugorje ist nahezu menschenleer. Und das im Sommer, wo normalerweise Zehntausende von Pilgern in der Stadt sind. Doch dank der Corona-Krise und der damit verbundenen Reisebeschränkungen waren im Jahr 2020 gerade einmal 3% der Pilger gekommen, wie in den Jahren zuvor. Das Jugendfestival konnte dann unter Hygieneauflagen doch stattfinden. Pfarrer Marinko Chakutar musste dafür eine schriftliche Erlaubnis einholen und zusichern, dass sämtliche Regeln und Schutzmaßnahmen eingehalten werden. An einer Pressekonferenz zum Thema Jugendfestival nimmt auch der Sondergesandte für Medjugorje, Erzbischof Henrik Hoser, teil, der sich seit 2018 vor Ort aufhält. Medjugorje ist eine internationale Gebetsstätte, betont der Bischof. Aber rechtlich gesehen sind wir eine Pfarrei. Den Titel Internationales Heiligtum haben wir noch nicht. Ich wurde sehr herzlich hier aufgenommen und die Zusammenarbeit mit den Franziskanern ist hervorragend. Eine Anerkennung von Medjugorje durch die Kirche als Heiligtum, wie in Fatima, scheint derzeit eher unwahrscheinlich, da die Erscheinungen nach wie vor stattfinden. Rein kirchenrechtlich kann eine Privatoffenbarung erst dann anerkannt werden, wenn sie seit 20 Jahren als abgeschlossen gilt. Dennoch sehen viele im Verhalten des Vatikans ein schrittweises Entgegenkommen der katholischen Kirche, das in einem handschriftlichen Brief des Papstes gipfelte. Im Sommer 2020 erreichte der Brief die Pfarrei von Medjugorje. Angesichts des Jugendfestivals richtete sich der Heilige Vater darin speziell an die jungen Gläubigen. Liebe Jugendliche, heißt es da, das alljährliche Jugendtreffen in Medjugorje ist eine Zeit des Gebets, der Katechese und der brüderlichen Begegnung. Es bietet sich euch die Gelegenheit, den lebendigen Jesus Christus auf besondere Weise kennenzulernen. So hilft sie euch, eine andere Lebensweise zu entdecken, die sich von derjenigen unterscheidet, die uns die Kultur des Vorübergehenden zeigt, nach der nichts ewig sein kann, die nur das Vergnügen des gegenwärtigen Augenblicks kennt. In dieser Atmosphäre des Relativismus, in der es schwer ist, wahre und sichere Antworten zu finden. Die Kirche bedarf eures Schwungs, eurer Intuition und eures Glaubens. Yeah.